hand in hand. Ja, hier wurde richtig rangeklotzt. Der ganze Tisch ist schon voll mit den Rohlingen, oder wie sagt man dazu? Ja, mit den Teiglingen. Jetzt, ne? Teiglingen. Teiglingen. Als Kind durfte ich dann immer die Schüssel freikratzen, wenn meine Mutter mal gebacken hat. Na, Karl-Heinz, möchtest du mal den, möchtest du auskratzen hier? Das war sonst immer das Schönste gewesen, nicht? Aber ja. Damit auf den Nachwirkungen gemacht wurde, mit der großen Eifolge. Genau. Und man die Schüssel nur festhalten sollte, Mutter hat berührt, und dann ist der Daumen mal so unabsichtlich so runter reingerutscht. Der klebt, der muss man ja ablecken.